Hallo Leute, es geht weiter mit Let's Play Pokémon Schwarz 2. Wir sind in diesem Kampfgebäude hier und ja, in der zweiten Etage. Und da ist dieser komische Hausmeister, der mir diesen Epitar gegeben hat. Oh, du bist doch der Pokémon-Trainer, dem ich unten am Eingang begegnet bin. Und jetzt bist du hier, das spricht für dich. Nun musst du dich aber mit dem stärksten Trainer in diesem Gebäude stellen. Bühne frei für meinen Enkel. Er ist hier der Chef, was? Ich dachte, ich muss ihn hier besiegen. Das ist ein kleiner Pimpf. Ein Evoli. Tja, Evoli, was willst du schon gegen mich ausrichten? Oh. Außer einem Rückzug-Hieb. Ja, ich glaube, das wechseln wir mal. Ich glaube, da wäre... Ja. Komm, stecke ich mal Magby hin. So, und Evoli brennt. Zertrümmerer. Komm schon. Sehr effektiv, das ist gut. Und es brennt noch. Und wieder ein Rückzug-Hieb. Schade. Ein Terrybark. Nein, wir bleiben bei dem Pokémon. Scheiß Terrybark. Hau bloß ab. Dich will hier niemand sehen. Okay, Magby ist tot. Gut, nehmen wir eben das Zwotonin. Bitte? Wenn du es so haben möchtest. Und jetzt noch einmal Kalkklinge und das wär's dann. Gut so, perfekt. Und Zwotonin Level 19. Puh. Jetzt habe ich doch glatt verloren. Ich war zu schwach und du zu stark. Ein Grund mehr, unsere Nachforschungen weiter voranzutreiben. Für die Pokémon, für die Trainer. Gewinnt man einen Kampf, hat man dies mit seinem Team zu verdanken. Verliert man, ist dies allein die Schuld des Trainers. Wenn man stärker werden will, kann diese Einstellung sehr hilfreich sein. Naja. Aber am wichtigsten ist immer noch, dass man mit Spaß bei der Sache ist. Richtig. So, das war's mit diesem Gebäude. Jetzt kümmern wir uns mal um die wichtigen Sachen hier. Zum Beispiel muss ich mal herausfinden, wo Team Plasma steckt. Aber das alles erst, nachdem ich meine Pokémon geheilt habe. Oh, ich habe wieder eine Medaille. Und noch eine. Und noch eine. Und noch mal eine. Warum? Klasse. Also so viele Medaillen habe ich noch nie bekommen. Also auf einem Schlag. Alles klar. So, dann wollen wir mal.
So, als nächstes mache ich mal einen kleinen Abstecher zu diesem hier, zur MS Isle Al Royale. An Bord gehen. Dankeschön. Vielen Dank, dass du dich für die Fahrt auf der MS Isle Al Royale entschieden hast. Die Anzahl der Trainer an Bord beträgt heute exakt 6. Eine angenehme Reise und viel Spaß. Dankeschön. Und wo fährt er hin? Oh. Also auf der MS Royal hier. Ja, natürlich kämpfe ich gegen dich. Ist doch ein gutes Training, oder nicht? Was ist das für ein Pokémon? Oh Mann, muss das sein? Ach komm, komm, Magby. Ich wette, der setzt Donnerwelle ein. Nein, Donnerschock. Ein Volltreffer sogar. Scheiße. Na gut, setzen wir mal Glut ein. Verkohle ich dich eben. Schockwelle, scheiße. Ich verkohle dich. Sternschauer, klasse. Aber ich verliere nicht. Juhu. Klasse. Gut, der erste Trainer von 6 ist schon mal weg. Dann wollen wir mal mein Pokémon heilen. So. Gucken wir mal weiter nach den Trainer. Ach, die hatten wir schon. Richtig. Mal gucken, was es hier gibt. Er kommt also aus Johto, kommt der. Aha. Gut zu wissen. Hallo, bleibst du mal stehen? Shit. Okay. Ein Ton hatte es schon. Aber hier kann ich jetzt weiterkämpfen. Gegen zwei Pokémon. Zuerst kommt Feliu, okay. Gut, wir haben Dusselgo. Wir trainieren ja damit. Ach, scheiße. Wow, ein Volltreffer. Und Dusselgure Level 21. Und jetzt kommt ein Evoli. Okay, dann setzen wir einfach mal, ja, Vati ein. Okay, Donnerschock. Das macht nichts. Und nochmal Donnerschock. Tja, Evoli versucht unsere Verteidigung zu senken, was aber nicht so klappt.
denkt, wir sind natürlich viel stärker und ich weiß ja, was Evoli vorhat. Aber das wird eh nicht klappen. Es wird unsere Statuswerte senken, um dann anzugreifen. Was aber nicht klappt, wie man sehen kann. So. Und Dusselgore entwickelt sich. Endlich. Deswegen habe ich Dusselgore gleich von Anfang an so sehr trainiert. Und es wurde zu Navitau. Kommt von Taube und Navigationssystem oder Navigation. Gut. Suchen wir weitere Trainer. Hier vielleicht. Nee, leider nichts. Was aber auch nichts macht. Denn wir... Nee. Jetzt stelle ich mal... Warte in den... Nee. Ich nehme Magby in den Vordergrund. Ja, und guck mal nach weiteren Trainern. Der vielleicht. Nee, leider nicht. Oh, schon das zweite Mal ertönt. Shit. Das dürfte der dritte Kampf sein hier. Auch zwei Pokémon. Und Magnetilo, also besser kann es gerade nicht sein. Aber ich schätze mal trotzdem, dass Magnetilo schneller ist als ich. Ist es aber nicht. Und Magnetilo brennt, aber es hat uns paralysiert. Tja. Klasse. Okay, was ist das nochmal? Was ist nochmal Barschuft? Ach so, das Wasser-Pokémon da. Tja, dafür wäre Watti gut geeignet. Donnerschock bitte. Aber Barschuft ist paralysiert. Gut so. Wow, warte, ist fast Level 20. So ist gut. Jetzt setzen wir natürlich Paraheiler ein. Puh. Schauen wir mal, wo ist der vierte Kampf? Was? Eine alte Oma will gegen mich kämpfen? Ein Felilu, okay. So Glut. Das ist schon mal gut gewesen. So, nochmal Glut, dann war's das. Klärsmog, was ist Klärsmog? Stärke 50, Genauigkeit, keine Ahnung. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob ich das erlernen soll. Ich mach's nicht. Okay. So, jetzt kommt Trainer Nummer 5. Also suchen wir mal den Trainer Nummer 5. Nee,
das ist nicht Trainer Nummer 5. Leider nicht. So, gucken wir mal. Hier, geh mal aus dem Weg. Der vielleicht? Klasse. Das war das dritte Mal. Ach nö. Ich habe nur gegen 3 Trainer von 6 gekämpft. Vielleicht bekomme ich ja was, wenn ich gegen 6 Trainer auf einmal kämpfe. Danke, dass du mit der MS 1 Al Royale gefangen bist. Beehre uns bald wieder. Ja, ja, du mich auch. Gut. Also, danke fürs Zuschauen. Es geht beim nächsten Mal weiter mit Let's Play Pokémon Schwarz 2. Vielleicht werden wir die Arena herausfordern. Danke, dass ihr dabei wart. Ich bin Marco von Classic Gaming. Bis dann.